Schönen guten Abend. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar. Mein Name ist Dr. Sabine Marinschek. Ich bin klinische Psychologin und Medizinwissenschaftlerin und seit über 12 Jahren bei NoTube tätig und darf das Webinar heute mit meiner lieben Kollegin Eva statt der Marion halten, die sich selber vorstellen wird. Ja, ebenso schönen guten Abend. Mein Name ist Eva Krischnick. Ich bin Kinderpsychotherapeutin, Therapeutin für sensorische Integration und Christian Tages und arbeite seit circa 30 Jahren mit unseren Professoren zusammen, zuerst an der Klinik und dann bei NoTube und freue mich einfach wieder an einem Webinar teilnehmen zu dürfen und Ihre Fragen zu beantworten. Ja, wir würden Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, diese unten in die F- und A-Sektion zu schreiben. Da ist meine Kollegin, die Caroline Bassini, die wird diese auch beantworten. Ansonsten muss ich sagen, wir haben wieder sehr viele Anmeldungen, was uns sehr, sehr freut und damit auch sehr viele Fragen. Jetzt ist es uns nicht ganz möglich, jede einzelne Frage, die reingekommen ist, wirklich auch in diesem Live zu beantworten. Allerdings schreiben wir Ihnen unten noch den Link hin, genau, wo Sie eine Free Evaluation buchen können. Das ist ein 20-minütiges kostenloses Gespräch, wo Sie auch wirklich Ihre eigene Situation mit der Eva noch einmal besprechen können. Ja, ich habe kurz nach unten geschaut. Eva, du bist ein bisschen schwer verständlich, schreiben die Leute. Okay, ist es jetzt besser? Schauen wir mal. Ja. Ja? Okay. Insgesamt haben wir 130 Fragen bekommen. Wie die Sabine schon gesagt hat, wir fangen einfach mal an und den Rest bitte einfach schreiben, einen Termin buchen für persönliches Gespräch oder wir machen auch noch einmal ein Webinar. Ich würde gleich mit der ersten Frage beginnen. Die war, ab welchem Alter entwickeln Kinder Essstörungen? Grundsätzlich können Kinder Essstörungen ab Geburt entwickeln, hängt einfach von ihrer medizinischen Geschichte ab. Manche Kinder, also extreme Frühchen oder mit Erkrankungen oder was auch immer, werden geboren und können einfach in dem Moment nicht essen und kommen an eine Sonde, weil sie einfach lebensnotwendig ist. Kinder mit Regulationsstörungen zum Beispiel, gesunde Säuglinge, die einfach ein unreifes System noch haben, können Essstörungen entwickeln. Diese Essstörungen sind immer ein Symptom eben dessen, dass das Kind einfach in dem Fall dann sehr unruhig ist und sich selber nicht regulieren kann. Und es zeigt sich dann einfach zum Beispiel beim Schlafen oder beim Essen. Genau. Und wir sprechen ja heute über unsere Online-Programme, die wir für diese Kinder sozusagen haben. Das sind insgesamt 3 Stück. Einerseits ist das Net-Coaching-Programm. Das ist für Kinder, die eine Ernährungssonde haben, egal welche, ob es jetzt eine Beck-Sonde oder eine nasogastrale Sonde ist oder eine Jejunalsonde. Und da werden die Kinder eben über das Internet von uns entwöhnt. Dann gibt es das Learn-to-Eat-Programm. Eva, vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen? Das Learn-to-Eat-Programm ist ein Programm für Kinder ohne Sonde mit allen möglichen Essverhaltensproblemen. Also angefangen von Kind kann nicht abgestillt werden, über Kind nimmt nicht ausreichend zu, Kind nimmt nur verschiedene Nahrungsmittel. Es ist ein Programm, wo wir täglich mit Ihnen in schriftlichem Kontakt sind. 2-mal in der Woche haben wir ein Zoom-Gespräch. Das Programm machen meine Kolleginnen und ich und eine unserer Ärzte. Am Anfang definieren wir mit Ihnen die Ziele. Das heißt, Sie definieren Ihre Ziele, wir definieren unsere Ziele, weil unsere Schritte manches Mal ein bisschen kleiner sind, aber notwendig, um zu dem Ziel zu kommen, das Sie einfach haben möchten. Dauert 3 Monate, wie gesagt, und 2-mal die Woche zum Gespräch. Genau, und unser drittes Online-Programm ist das WeightDoc-Programm. Das richtet sich jetzt an die etwas älteren jugendlichen Patienten, Patientinnen. Da haben wir hauptsächlich PatientInnen mit Magersucht, wo wir eben im häuslichen Umfeld sie, Patienten selber und die Familie begleiten, die Ernährungssituation wieder zu verbessern. Die nächste Frage war, kommt mein Kind für die Entwöhnung online in Frage?
Also der erste Schritt, um einfach einmal zu erfahren, wie das Programm abläuft, was Sie tun müssen, wie die Schritte ausschauen, wie es mit der Krankenkasse ausschaut, ist oftmals am einfachsten, wenn Sie eine Pre-Evaluation buchen, also dieses kostenlose Gespräch, wo wir entweder das über Zoom besprechen können oder über Telefon. Und danach bekommen Sie von mir ein E-Mail geschickt, wo Sie den Link vorfinden, wo Sie mit der medizinischen Vordiagnostik beginnen können, die Informationen für das Programm. Für die Vordiagnostik schaut es so aus, dass Sie sich registrieren auf 100, auf unserer Homepage, die Registrierungsgebühr zahlen. Danach öffnen wir Ihren Account. Sie laden den letzten medizinischen Befund hoch, beziehungsweise andere wichtige Befunde. Ein kurzes Video in einer Esssituation, ein Video in einer Spielsituation, wo es einfach darum geht, ein bisschen einen Eindruck vom Kind zu bekommen. Und Sie füllen einen medizinischen Fragebogen aus. Das schicken Sie dann ab. Das schauen sich unsere Ärzte und Psychologinnen an. Und wenn Sie Fragen hätten, würden Sie sich melden. Ansonsten bekommen Sie die Zustimmung fürs Programm. Dann können Sie sich in Ihren Account einloggen, die Unterlagen für die Krankenkasse runterladen und einreichen. Es ist so in Deutschland zum Beispiel, dass Sie im ersten Schritt einfach eine Ablehnung bekommen, weil wir natürlich nicht im deutschen Leistungskatalog enthalten sind und dann in Widerspruch gehen müssen. Grundsätzlich wird nicht schlecht übernommen, ja, aber manche Eltern müssen einfach sehr drum kämpfen, leider. Genau. Dann gibt es eine Frage zu einem wichtigen Thema. Gibt es Krankheitsbilder oder Personengruppen, für die eine Online-Behandlung eher nicht geeignet ist? Von den Personengruppen her würde ich sagen, all jene, die technisch nicht gut genug ausgerüstet sind, um wirklich täglich ins Internet zu kommen, um kleine Videos aufzunehmen. Wichtig ist auch, dass eine der drei Behandlungssprachen gesprochen wird. Das sind bei uns Deutsch, Englisch und Französisch. Wirklich so gut gesprochen wird, dass man sich auch schriftlich miteinander gut austauschen kann. Von den Krankheitsbildern ist es so, dass eigentlich wenig gegen das Netcoaching spricht. Vor allem immunsupprimierte Kinder sind super über das Netcoaching zu behandeln, weil die müssen dann nicht in die Gruppe oder ins Krankenhaus, wo sie die Gefahr haben, wieder eine Infektion auszufassen. Und deshalb ist es eigentlich im Netcoaching fast, gibt es weniger Einschränkungen als in der On-Site-Behandlung. Was nicht geht, sind natürlich Stoffwechselstörungen, die eine kontinuierliche Überwachung brauchen, wo wirklich jetzt mehrmals täglich Blutkontrollen erfolgen müssen. Da geht es dann natürlich nicht übers Internet. Und bei den magersüchtigen PatientInnen ist es so, dass sie natürlich einen gewissen körperlichen Zustand haben müssen, um rein über das Internet betreut zu werden. Aber das läuft auch immer in Zusammenarbeit mit Ärzten vor Ort, also dass sie da eben stabil genug sind, um ambulant behandelt zu werden. Genau. Die nächste Frage. Unser Sohn ist nun seit 6 Monaten sondenfrei. Allerdings ist er berührte Nahrung. Bei stickiger Nahrung muss er häufig würgen und erbrechen. Er ist eigentlich aufgeschlossen, was Nahrung angeht, aber wenn zum Beispiel ein Stück, zum Beispiel Kekskrümel mittig auf der Zunge liegt, kommt er damit nicht zurecht und würgt meistens. Auch scheint er Nahrung nicht zu kauen, sondern schluckt sie einfach hinunter. Können Sie uns in diesem Falle helfen? Er ist nun circa 2,5 Jahre alt, korrigiert. Was einem ganz bewusst sein muss, wenn man ein Kind von der Sonde entwöhnt, und es ist völlig egal, wie alt dieses Kind ist, fängt die motorische Entwicklung oder also die oralmotorische Entwicklung im Säuglingsalter an. Ja, das heißt, das Kind trinkt, das Kind isst frei, man kommt zum Pulverinmalen, man kommt zu Stückchen, man kommt zu Kauen und zum Beißen. Diese Kinder brauchen unabhängig von ihrem Geburtsalter, schaut man sich eben das Entwicklungsalter an, und zwar auf allen Ebenen, vor allem auch auf der grobmotorischen Seite. Ein Kind, das sich nicht alleine aufsetzen kann, kann nicht kauen, ja, weil einfach die motorische Voraussetzung nicht gegeben ist, noch. Nach der Sondenentwöhnung ist es dann auch so, dass ein Kind die normale Essentwicklung durchmacht, die jedes andere Kind durchmacht. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, das Kind ist jetzt 2,5 Jahre, dann war es 2 Jahre.
hat mit 2 Jahren begonnen, einfach oral zu essen und hat frei gegessen, dann dauert die Entwicklung einfach noch ein bisschen. Was man machen kann, das Kind scheint ja sehr sensibel zu sein, was einfach Texturen betrifft und scheint sich im Mund einfach noch nicht gut zu spüren, weil es die Nahrung im Ganzen hinunterschluckt. An dem kann man auf jeden Fall arbeiten, um den nächsten Schritt zu machen. Dann wurde ganz oft nach den allgemeinen Infos zum Ablauf von der Online-Behandlung gefragt, zum Beispiel die Dauer, die Erfolgsquote und vor allem auch der Vergleich zur 2 Wochen Intensivtherapie vor Ort. Ja, die Online-Behandlung ist so, dass man sich das nicht so vorstellen darf, dass man da spezielle Stunden sozusagen hat, sondern das Ganze läuft asynchron über unser Ticketsystem. Da haben wir sozusagen eine Krankenakte von jedem Kind und jedes Kind wird betreut von 3 von unseren Spezialisten. Das ist einmal eine Pädiaterin oder ein Pädiater, einmal eine klinische Psychologin und ein Phytotherapeut. Das heißt, aus diesem Dreierteam besteht das Behandlungsteam und es ist so, dass diese Nachrichten eben geschrieben werden. Es ist in geschriebener Form, wo Sie mit uns kommunizieren. Es gibt die Möglichkeit, Einfuhrprotokolle auszufüllen jeden Tag, das brauchen wir dann, und Videos hochzuladen, die wir kommentieren. Wir fragen auch dezidiert danach. Und das muss eben nicht zu einer bestimmten Uhrzeit erfolgen, sondern das können Sie machen, wann Sie wollen, am Abend, wenn Sie gut Zeit haben. Wir haben ja Patienten, Patientinnen aus allen Bereichen der Welt. Das heißt, es ist auch mit der Zeitverschiebung nicht ganz so einfach. Aber auf jeden Fall, Sie können das dann hochladen, wann immer Sie möchten. Und da gibt es von uns eben Antworten, garantiert eine pro 24 Stunden. Meistens sind diese aber wesentlich öfter. Wie lange dauert die Online-Behandlung? Das kommt sehr darauf an. Wie gesagt, das Learn-to-Eat-Programm und das Weight-Doc-Programm für Anorexie dauert genau 3 Monate, kann dann aber natürlich weiterhin verlängert werden. Und das Net-Coaching-Programm zur Sondenentwöhnung dauert bis 35 Tage nach der letzten Sondierung bei stabilem Gewicht. Das heißt, die Kinder sind über einen Monat sondenfrei oder zumindest sondennahrungsfrei und dann werden sie erst bei uns entlassen. Der Vergleich zur 2-wöchigen Intensivtherapie vor Ort. Es ist ja so, dass auch die Intensivtherapie vor Ort einen telemedizinischen Anteil hat. Das heißt, man startet bei uns schon eine Woche vorher telemedizinisch, ist dann 2 Wochen in Graz, 2 sehr intensive Wochen und wird dann noch über das Internet nachbetreut. Also alle unsere Programme sind sozusagen mit online gekoppelt, aber eben der Unterschied ist, dass manche rein online sind und manche eben kombiniert. Bei den Erfolgsquoten muss man sagen, ist das reine Online-Net-Coaching sogar ein ganz, ganz bisschen besser als die Outcomes der Eating School. Klingt komisch, ist aber so. Und die Erfolgsquoten liegen also für alle, die das Programm beenden, in den 90%. Genau. Die nächste Frage, mein Kind hat das Down-Syndrom und ernährt sich nur von Gläschen, Toast und Salzstangen. Wie kann ich ihn an feste Nahrung gewöhnen? Jetzt ist die Frage für mich, was Toast heißt und was Salzstangen heißt, ob das püriert ist oder ob das runtergebissen wird, weil das widerspricht sich fast ein bisschen. Im Prinzip, vielleicht ist die Frage, wie komme ich zum Kauen, ja? Von anderen Dingen. Da geht es wieder darum zu schauen, was macht das Kind alleine? Ist das Kind schon alleine sein Gläschen? Ja? Nimmt das Kind die Salzstange in die Hand, beißt runter oder gibt man ihm etwas in den Mund, ja? Was man nie im Leben machen sollte bei festen Stücken, weil das Kind einfach nicht damit umgehen kann. Und was ich nicht in die Hand nehmen kann, kann ich auch nicht essen. Ja? Da gibt es eine enge Verbindung. Und das Kind muss zuerst einmal, bevor es kauen kann und beißen kann, diesen Weg von ich will eine Nahrung haben und gebe sie mir in den Mund haben. Ja? Und bevor das nicht da ist, funktioniert Kauen auch nicht. Super.
Da schreibt eine Familie, elterliche Sorgen werden oft nicht ernst genommen. Das ist leider richtig. Viele Kinder werden eben über die Sonde ernährt und leiden da sehr darunter, haben schwere Nebenwirkungen, von Würgen, Schwitzen bis hin zu Erbrechen. Also wir hatten Kinder, die 30, 40 Mal am Tag erbrochen haben, wo es gar nicht mal möglich war, überhaupt die Wohnung zu verlassen oder ein soziales Leben mit den Kindern zu führen. Das fällt nicht immer auf viel Verständnis bei den Professionisten. Da möchte ich auch speziell die Professionalisten ansprechen, dass das eben sehr ernst genommen werden muss und dass das wirklich ein Wahnsinn für manche Familien ist, die Nebenwirkungen des Kindes zu handeln. Okay, dieses, man wird nicht ernst genommen, betrifft auch Eltern von Kindern ohne Sonde und zwar extremst, weil diese Kinder ja oft kein Gewichtsproblem haben, ja. Aber das haben sie ja nur nicht, weil sich die Eltern verbiegen zu Hause, dass sie dieses Kind irgendwie ernährt bekommen und in Wahrheit glaubt ihnen das niemand, weil das Kind ansonsten gesund ausschaut und gut ausschaut, ne? Das ist schon relativ schwierig für die Eltern und sie kommen sich dann immer wirklich so vor, als hätten sie einfach versagt, weil sie ihr Kind nicht füttern können und es im Umkreis auch kein Kind gibt, was einfach so ähnlich ist. Und in Wahrheit ist es einfach ein Kind, was dermaßen sensibel geboren ist, dass die Mütter, die das so geschafft haben, dass dieses Kind so unauffällig ausschaut, eh schon das Maximum rausgeholt haben, um es zu machen. Ja? Aber wir kennen diese Probleme von den Eltern und wir wissen, dass es nicht einfach ist und helfen ihnen natürlich gerne mit dem nächsten Schritt weiter. Genau. Dann gibt es einige Fragen zu unserem Weight-Doc-Programm, Entschuldigung. Mein Kind hat eine Sonde und ist magersüchtig. Wie kann ich mein Kind dabei unterstützen, wieder zu essen zu beginnen? Meine Tochter ist 9 Jahre alt und hat vor rund 4 Monaten zu essen aufgehört. Bis jetzt ist sie im Krankenhaus. Ich suche nach Alternativen. Ja, genau. Und das Weight-Doc-Programm ist genauso eine Alternative zu der Behandlung im Krankenhaus. Der Unterschied zu vielen anderen ambulanten Angeboten ist, dass wir Kinder eben auch mit Sonde im Programm akzeptieren. Also auch anorektische PatientInnen, die über eine Sonde ernährt werden können, bei uns das Programm machen. Das ist so gestaltet, dass es zwei Accounts gibt, einen für den Jugendlichen selber, einen für die Eltern. Und da wird eben täglich mit unserem Fachpersonal auch wieder mit demselben Schlüssel, also Pädiater, Psychologin und Phytotherapeutin, kommuniziert. Es wird ein Zielgewicht festgelegt, es werden Ernährungspläne erstellt, es wird natürlich auch die psychologische Seite abgedeckt, was ist ja auch sehr schwierig. Daraus zu kommen. Und genau. Alternativ dazu ist auch unsere Esslernschule für alle betroffenen Jugendlichen möglich. Also auch diese zweiwöchigen Intensivkurse sind für Patienten, Patientinnen mit Anorexie und ähnlichen Essstörungen im Jugendalter offen. So, ich versuche jetzt, meine Kolleginnen haben mir gesagt, ich bin einfach viel zu leise. Jetzt weiß ich nicht warum, jetzt probiere ich das mit dem Headset. Die nächste Frage war Trauma und Sondenentwöhnung. Mein Kind spuckt das Essen wieder zerkaut aus dem Mund. Welche Hilfen gibt es? Jetzt ist die Frage, was das Trauma ist. Das Trauma sitzt meistens in den Eltern, was ich aus Erfahrung sagen kann, weil Kinder eine ganz andere Möglichkeit haben, Dinge zu verarbeiten als wir. Also die Kinder sitzen ja immer noch da und lachen, wo die Dinge durchgemacht haben, wo wir völlig fertig werden damit. Ja? Das heißt, wichtig ist es, glaube ich, zu den Eltern hinzuschauen bezüglich des Traumas. Das Ausspucken von Essen, das Ausspucken von zerkautem Essen aus dem Mund ist ein physiologischer Schritt in der Essentwicklung. Und zwar, wenn die Kinder einfach beginnen zu kauen, ja. Und es ist wichtig, dass sie zuerst lernen, wie werde ich die Nahrung wieder los? Einen Teil davon schlucken sie runter. Ja. Dann habe ich dann noch eine Frage. Kann man festgefahrene Essstörung, Picky Eating, noch im zunehmenden Alter beheben oder kann sie sich bessern? Da können wir einfach auf Erfahrungen von unseren Eltern zurückgreifen, weil etliche unserer Eltern auch Picky Eater sind.
Das, was Sie gesagt haben, sind, dass Sie manches Mal einfach begonnen haben, mit 20 oder 25 Jahren ein paar Nahrungsmittel dazu zu essen. Ein Teil von Ihnen ist jedoch einfach so geblieben und kann gewisse Nahrungsmittel überhaupt nicht essen, kann zum Beispiel einen gelben Fruchtzwerg essen und einen roten Fruchtzwerg nicht, da müssen Sie brechen. Ja? Also lernen tut man einfach von den Erwachsenen. Diese sensorischen Schwierigkeiten, die unsere Kinder haben, eben die Wahrnehmung betreffend, die verschwinden nicht, die wachsen sich nicht aus, die ändern sich maximal. Und man kann aber und sollte aber an einer Flexibilität arbeiten, sodass das ein bisschen variabler wird und vor allem, dass die Kinder keine sozialen Schwierigkeiten kriegen, wo sie eben nicht im Hort bleiben können, nicht zur Schullandwoche mitfahren können, nicht bei der Freundin übernachten können oder solche Dinge. Und das muss man sich dann im Einzelfall einfach anschauen. Genau, aber wir haben eben auch schon viele Patienten, Patientinnen mit Picky Eating gehabt, die im Volksschulalter oder auch schon im über 10 Jahre alt waren. Also das funktioniert auch ganz gut. Da fragt eine Familie, wie erkenne ich, ob die Eslandschule in Graz oder die Online-Betreuung besser für uns sind? Das ist eine sehr gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass im Assessment Sie sich sozusagen für eine der beiden Behandlungen, die Sie persönlich präferieren, anmelden und dann aber doch von den Ärzten bestimmt wird, welche Behandlung sozusagen für Sie geeigneter ist. Grundsätzlich im Netcoaching super gehen kleinere Kinder, Babys, die vielleicht noch nicht so lange an der Sonde sind, aber eben auch schon sehr sondenabhängig, dann ist es auch ein Unterschied, ob man jetzt als Eltern sozusagen sich zu Hause am wohlsten fühlt, weil man eh schon so lange im Krankenhaus war mit dem Kind und eigentlich keine weiteren Reisen mehr machen möchte. Und dann gibt es aber auch Eltern, die sagen, nein, ich möchte mich auch mit anderen Eltern austauschen, die in derselben Situation sind. Dann wäre eben die Eslandschule besser. Für viele Kinder sind beide Programme absolut möglich. Da kann man dann eben der Präferenz der Eltern nachkommen. Aber eben die letzte Entscheidung darüber wird in unserem Assessment getroffen. Das heißt, wenn wir jetzt das Gefühl haben, dieses Kind muss in eine Eslandschule statt dem Netcoaching, dann werden wir das genauso kommunizieren. Oder natürlich auch umgekehrt bei einem Kind, wo wir sagen, na, die Eslandschule ist hier nicht die geeignete Behandlung, das Kind sollte zu Hause im persönlichen Umfeld bleiben, dann werden wir eben das Netcoaching befürworten. Was man aus der Situation der Kinder ohne Sonde sagen kann, ist, dass die in der Eslernschule einfach, dass es in der Eslernschule besser geht, weil man einfach die Eltern viel besser schulen kann und weil es diesen Familien gut tut, wenn sie aus ihrem gewohnten Umfeld herauskommen. Eine der großen Ängste ist ja oft, ich kann mit meinem Kind nirgends hinfahren, weil es ist nirgends anders. Ja? Und auch das ist etwas, was man lernen muss, was man trainieren kann und es geht in der Regel immer großartig. Und es traut sich dann die ganze Familie auf einmal viel mehr zu. Ja? Eine andere Frage war, wie kann ich dem Kind helfen, selbstständig zu essen? Das hängt jetzt davon ab, wie alt ist das Kind, was ist die medizinische Diagnose des Kindes. Das kann man so in dem Sinn einfach nicht beantworten. Wenn ich also grundsätzlich selbstständig essen, fängt das Kind an, wenn die Eltern aufhören zu füttern, sofern das Kind nicht autistisch ist oder schwerst behindert und es nicht kann. Ja? Das heißt, man muss sich einfach zurücknehmen und es sich so erarbeiten. Also das heißt, die Hilfe ist in dem Sinn eher nichts zu tun, was uns ja als Eltern sehr schwer fällt. Genau. Eine auch ganz wichtige Frage. Mein Kind hat eine Sonde und eine Essfütterstörung. Bekommt man das trotzdem hin? Ja, also ich glaube, wir haben quasi keine Kinder, die neben der Sonde nicht eine Ess- oder Fütterstörung diagnostiziert haben. Das ist jetzt ein bisschen ein, ja, sozusagen ein bisschen ein Philosophiestreit. Was war zuerst da, die Fütterstörung oder die Sonde? Weil
wir eben der Meinung sind, dass es nicht zwangsläufig eine Störung des Kindes ist, wenn es auf diese Sonde reagiert, nämlich es ist den ganzen Tag satt, ihm ist den ganzen Tag schlecht, es erbricht, dann will man nicht essen. Könnte man auch als gesunde Reaktion auf die Sondenernährung verstehen. Aber die meisten PatientInnen haben eben vorher eine Fütterstörung diagnostiziert bekommen, weil sie eben, obwohl sie physisch dazu in der Lage sind, nicht oder nicht ausreichend essen. Also das ist für uns der normale Ausgangszustand. Dann habe ich eine Frage wegen der Krankenkasse. Die Kostenübernahme von der Krankenkasse ist so unendlich schwierig und in Deutschland hat keiner Ahnung davon. Bei jedem wird man nur schief angeschaut und ein Stempel auf die Stirn gedrückt, dass man als Mama versagt hat. Welche Tipps habt ihr? Also wie gesagt, für die Unterlagen für die Krankenkasse gibt es nach der, können Sie runterladen nach der erfolgten Vordiagnostik, wo eigentlich für das Programm, das jeweilige Programm ganz genau beschrieben ist, warum es sein sollte, was das Thema ist, was die Diagnose des Kindes ist. Die Leute, die das befürworten oder ablehnen, sind einfach Sachbearbeiter, die haben ja keine Ahnung. Ja? Wir haben ja viele Eltern von uns, die mit einem Kind mit einer Fütterstörung kommen und selber sagen, wenn sie mir das vorher erzählt hätten, ich hätte es nie im Leben geglaubt, ja, dass es sowas gibt. Und genauso geht es diesen Sachbearbeitern dort. Ja? Das heißt, die Erfahrung, die Eltern uns mitteilen, ist, dass es gut tut, einfach dieses persönliche Gespräch zu suchen und zu erklären, was das Problem des Kindes ist und das Problem der Familie ist und dass man nicht bei keine gemeinsame Mahlzeit essen kann und dass das Kind permanent erbricht und dass das Kind nicht bei der Oma schlafen kann oder was auch immer. Ja? Damit kriegen sie auf jeden Fall ein bisschen mehr Verständnis. Die Möglichkeit zur Bewilligung gibt es. Sie können bewilligen, aber Sie müssen natürlich nicht bewilligen und die Bewilligungsform ist die Einzelfallentscheidung. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen zu den Diagnosen. Da ist ja die Frage nach Diagnose zystische Fibrose und Magensonde. Da haben wir auch recht viel Erfahrung mit Kindern, die eben eine Magensonde haben aufgrund einer zystischen Fibrose. Haben auch erfolgreiche Entwöhnungen schon gemacht. Zystische Fibrose-Kinder sind sozusagen das Paradebeispiel für das Net-Coaching, weil einfach die Infektgefahr komplett wegfällt dabei. Und ja, da haben wir durchaus Erfahrungen und freuen uns auch, wenn Sie uns kontaktieren. Tipps zu Umstellungen von Brei auf feste Nahrung. Kind 6 Jahre mit extremer Übersensibilität, starker Würgereflex im Mund und dadurch Probleme mit Erbrechen bei stückiger Nahrung. Da wäre es jetzt wichtig zu wissen, was ist die Diagnose des Kindes, was ein extremes Frühchen, welche hat so kurze Aufmerksamkeitsspanne, wie ist die Wahrnehmung in allen anderen Bereichen und die Entwicklung. Ist das Kind den Brei selbst mit dem Löffel? Ja, da müsste man viele Dinge dazu wissen. Wie schaut es aus mit dem Zähneputzen? Was geht gut, was geht nicht gut? Auf jeden Fall kann man daran arbeiten, dass das in die richtige Richtung geht. Dann noch eine Frage zu speziellen Diagnosen. Erfahrungen mit Kindern mit dem Schatz-Syndrom und Schluckstörung, Sondenentwöhnung bei Kindern mit Trachealkanüle möglich? Wie viel Zeit muss man täglich dafür einplanen? Wie kann die Logopädin oder Physiotherapeutin vor Ort eingebunden werden? Ja, also wir haben schon wirklich viele, ich würde sagen, um die 30 Kinder mit Schatz-Syndrom behandelt und eben auch mit dazugehörigen Schluckstörungen. Da kommt es sehr darauf an, ob die Nahrung einfach sicher transportiert werden und geschluckt werden kann. Das ist natürlich die Voraussetzung. Wenn jetzt das Kind auf alle Konsistenzen aspiriert, ist eine Entwöhnung natürlich nicht möglich. Aber solange es zum Beispiel breiig gut schlucken kann, ist das schon sehr, sehr positiv. Wir haben viele Kinder schon mit Trachealkanüle entwöhnt. Das sind auch Kinder, die um Net-Coaching genommen werden. Also in der Esslandschule nehmen wir eigentlich keine Kinder mit Trachealkanüle, eben aufgrund des Infektionsrisikos, weil man ist ja doch in einer großen Gruppe aus Kindern und Erwachsenen aus
verschiedensten Ländern. Und da wollen wir einfach auf Nummer sicher gehen und diese Kinder lieber im Netcoaching behandeln. Es funktioniert auch ganz wunderbar. Haben wir, wie gesagt, schon viele gehabt. Wie viel Zeit muss man täglich einplanen? Das kann man so nicht sagen. Also da, gerade beim Netcoaching geht der Alltag ganz normal weiter. Das Kind soll auch weiterhin in den Kindergarten gehen und dort beim Essen mitmachen. Das wäre ganz wichtig. Und wie gesagt, man kann sich dann am Abend hinsetzen und den Bericht des Tages senden und das Einfuhrprotokoll, wenn man eben die Zeit dafür hat, und ein Video aufnehmen, wenn wir eben darum bitten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man spezielle Zeit pro Tag reservieren muss für die Entwöhnung, sondern das läuft sozusagen neben dem normalen Alltag. Wie können also die Professionisten eingebunden werden? Also es ist grundsätzlich möglich, dass die Logopäden, Physiotherapeuten, Ärzte, wer auch immer sich dafür interessiert, bei uns im Ticket auch mitlesen kann und mitschreiben kann, sofern die Familie das möchte. Also wirklich nur unter diesen Voraussetzungen. Und ja, wir können auch gerne mal mit jemandem kurz telefonieren oder e-mailen, das ist kein Problem. Und genau. Nächste Frage. Ich habe, also die kommt offensichtlich von einer Kollegin. Ich habe Schwierigkeiten in der Therapie eines Mädchens, 2,6 Jahre, BEG-Sonde seit etwa einem Jahr, Zustand nach Frühgeburt in der 24. Schwangerschaftswoche, das Kauen anzubahnen und erhoffe mir Tipps. Interesse an oraler Nahrung besteht ausreichend und kleine Portionchen an weicher Nahrung werden gerne und gut zu sich genommen. Für mich macht es, also soweit ich jetzt die Frage verstehe, ist das Kind derzeit an der Sonde. Das heißt, es macht für mich überhaupt keinen Sinn, das Kauen anzubannen, weil ich nicht wüsste, wofür es gut sein soll. Der erste Schritt wäre, das Kind von der Sonde zu entwöhnen und danach an der Essentwicklung einfach weiterzuarbeiten. Aber Sie können gerne einen Termin bei mir buchen und dann können wir uns das einfach genauer anschauen, wenn Sie möchten. Super. Nächste Diagnose ist die Omphalocele, auch eine häufige Grunddiagnose, die wir sehen mit Beatmung und Tracheostoma bis zum 5. Lebensjahr. Die Tochter ist mittlerweile fast 7 Jahre alt, kann und darf oral essen, weigert sich aber. Ist da die Online-Therapie möglich? Grundsätzlich ja, wobei bei so alten Kindern, jetzt unter Anführungszeichen, also wirklich älteren Kindern, sind wir ganz froh, wenn Sie in die Esslernschule kommen, um dieses Erlebnis ein bisschen zu haben, vor allem das Gruppenerlebnis zu nutzen und die ganzen Therapien im sensorischen Bereich. Also grundsätzlich ist es möglich, auch über das Netcoaching, aber da würden wir eher die Esslernschule empfehlen. Mein Sohn David ist mittlerweile fast 13 und sein Essentwicklungsstand ist weitgehend unverändert. Nutrini, Multifiber, Milch, angereicherter Saft, Monte. 2016 und 17 haben wir die Esslernschule in Graz besucht. Dann lasse ich da jetzt einen Text aus. David leidet unter seinem Nicht-Essen-Können und möchte normal sein, glaubt aber selbst nicht, dass er es lernen könnte und lässt nur wenig Esserfahrung zu. Gut, also da denke ich mal, wenn er leidet und normal sein möchte, dann besteht einfach nur die Möglichkeit einer nochmaligen Esslernschule, wo man das noch einmal angeht und entweder freut ihn und macht er mit oder man muss akzeptieren, dass er es so lässt. Es ist einfach bei Kindern in einem gewissen Alter, ist es extrem schwierig, was zu tun. Je älter die Kinder werden, desto schwieriger. Wenn das Kind nicht will, dann will es nicht, ja. Es muss irgendeine Motivation vorhanden sein. Ja, da gibt es eine Frage zum Herzkind mit Gedeihstörung. Sie nimmt sehr schlecht zu und hat keine Reserven. Ist es möglich, eine Sondenentwöhnung zu machen? Ja, also wir haben leider ganz viele Kinder, die trotz voller Sondenernährung untergewichtig sind und schlecht zunehmen. Das sind über ein Drittel von allen Kindern, die zu uns kommen. Das heißt, die kriegen zwar alle ihre Nährstoffe in die Sonde, die sie brauchen, um zuzunehmen und zu wachsen. Allerdings werden die dann entweder sehr oft eben erbrochen oder die Kinder reagieren mit Verdauungsbeschwerden.
oder mit starkem Reflux. Jedenfalls ist es dann so, dass diese Kalorien nicht dort ankommen, wo sie sollten und die Kinder trotz Sondenernährung untergewichtig bleiben. Gerade in diesem Fall sollte man entwöhnen, weil die Ausgangssituation nicht gut ist. Das heißt, Kind an der Sonde nimmt nicht zu, Hunger an der Sonde. Und gerade dann sollte an eine Sondenentwöhnung gedacht werden, weil es dann meistens mit dem oralen Essen wesentlich besser geht, das Erbrechen wegfällt, der Reflux sehr minimiert wird. Und deswegen würden wir auf jeden Fall empfehlen, eine Entwöhnung anzudenken, wenn es medizinisch stabil genug ist. Warum isst mein Kind nur bestimmte Sachen? Warum toleriert er keine Erdbeeren zum Beispiel? Warum isst er immer das Gleiche, kein Gemüse und Früchte? Was kann ich machen? Wie kann ich eine Obstipation vermeiden? Also ich fange beim letzten an. Obstipation kann man einfach vermeiden, indem man schaut, dass es ausreichend Flüssigkeit hat. Diese ganzen Dinge durchprobiert, wie Natur drüber, Apfelsaft, Birnensaft, Pflaumensaft, diese Dinge. Und ansonsten bitte einfach mit dem Kinderarzt besprechen. Es ist ganz wichtig, dass Kinder keine Verstopfung haben, weil das natürlich auch den Appetit einschränkt. Zu der Frage, warum er immer das Gleiche isst und keine Erdbeeren oder keine Gemüse und keine Früchte toleriert, hier wird es um die Konsistenzen gehen. Ja? Er wird immer das Gleiche essen, weil er einfach mit seiner Wahrnehmung im Mund Schwierigkeiten hat. Das heißt, er spürt Dinge, er spürt Dinge einfach anders als wir und es ist im Prinzip angeboren, so kommen Kinder auf die Welt. Es gibt Menschen, die riechen besser, es gibt Menschen, die sind lärmempfindlich, es gibt Menschen, die sind extrem lichtempfindlich und es gibt Menschen, die kommen mit Texturen nicht zurecht. Wenn ich ihm zum Beispiel eine Erdbeere hinhalte, dann ist es ungefähr so, wie wenn ich ihnen eine Nacktschnecke hinhalten würde. Ja, das Kind sieht das, braucht es meistens nicht einmal angreifen und kann es einfach nicht in den Mund nehmen. Kein Gemüse und keine Früchte ist jetzt nicht so fürchterlich tragisch. Die Frage ist, was er sonst isst. Das ist das, was man sich eigentlich anschauen müsste. Und da steht dann die Frage noch dazu, ist eine Heilung von einer selektiven Essstörung überhaupt möglich? Ist es vom Alter abhängig? Was sind die Erfolgsgeheimnisse? Also eine Heilung von einer Wahrnehmungsstörung gibt es nicht, ja? Sondern so wird man geboren. Es gibt Menschen, die essen sehr gern scharf, es gibt Menschen, die essen sehr gern salzig, es gibt Menschen, die essen sehr gern süß. Ich brauche nicht 20 Mal in irgendwas reinbeißen, wenn ich beim zweiten Mal oder beim ersten Mal merke, das geht einfach gar nicht. An das muss ich mir auch nicht gewöhnen. Eine Heilung von einer selektiven Essstörung gibt es nicht. So wird man geboren. Also mit einer gewissen Wahrnehmung, wie man Dinge spürt, wie man Dinge schmeckt, wie man Dinge riecht, ja, wird man geboren. Man kann versuchen oder daran arbeiten, die Palette zu erweitern. Aber man kann nicht von Kind isst nur feste, trockene Sachen auf Kind isst Nudeln mit Soße und an dem üben. Das macht keinen Sinn. Genau, wichtig sind eben die kleinen Schritte, die wir dann auch machen. Und vor allem aus medizinischer Sicht ist natürlich wichtig, dass die Kinder ausgewogen die Nährstoffe zu sich nehmen, also vor allem die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiß. Und an dem arbeiten wir natürlich gemeinsam mit den Kindern, dass sie eben auch gut versorgt sind von dem her. Nächste Diagnosefrage, da handelt es sich um ein Mädchen mit Noonan-Syndrom, auch eine unserer häufigeren Diagnosen. Die ist 4 Jahre alt und die Frage ist, wie kommen wir von der Beck weg? Unsere Tochter isst schon Kartoffeln, Soße, Brei, Brot und Wurst. Das ist eine super Ausgangssituation. Da würde ich sagen, unbedingt für eine Entwöhnung anmelden. Eine medizinisch supervidierte Entwöhnung. Mit 4 kann man das nicht mehr selber einfach zu Hause hinkriegen, sondern braucht wirklich spezialisierte Unterstützung durch Menschen, die sich mit der Sondenentwöhnung auskennen. Wie gesagt, wir stehen da gerne zur Verfügung und Sie können sich gerne bei uns melden für eine Free Evaluation. Wir haben da jetzt eine Frage gekriegt, inwiefern ist in einem solchen Fall ärztliche Überwachung nötig? Klammer NTX und LTX, Sabine.
Okay, also da geht es um transplantierte Kinder, Nieren- und Lebertransplantation, so wie ich es verstehe. Ärztliche Überwachung, das kommt ein bisschen drauf an. Also gerade bei Kindern mit Nierenproblemen brauchen wir gewisse Auskünfte von den Ärzten vor Ort, zum Beispiel sowas wie Mindestflüssigkeitsmenge, die jeden Tag gegeben werden muss und so weiter. Und eigentlich entscheidet auch das Ärzteteam vor Ort, wie oft Laborkontrollen gemacht werden während dem NET-Coaching. Das funktioniert eigentlich meistens ganz gut, dass man dann eine oder zweimal die Woche zum Fingerpicks geht mit dem Kind. Es ist aber jetzt keine Grundvoraussetzung, sondern das muss man wirklich mit dem Ärzteteam vor Ort ausmachen bei diesen Diagnosen. Das passt eigentlich auch zur Frage von der chronischen Nieren. Insuffizienz und der Beck. Das Kind trinkt aus dem Becher wenige Schluck, verweigert aber den Löffel. Ja, ist auch eine klassische Sondenabhängigkeit. Und eben bei Nierenkindern muss man eben sehr aufpassen, natürlich auf die Flüssigkeitszufuhr. Da halten wir uns natürlich absolut an die Empfehlungen der Nephrologen vor Ort. Aber grundsätzlich betreuen wir auch viele Kinder mit Nierenerkrankungen und die Entwöhnung ist auch durchaus erfolgreich, wenn das Kind stabil genug ist, dass es wirklich oral essen darf und die Niereninsuffizienz nicht so schwer ist, dass sie schon also auf der Transplantliste stehen. Gut, die nächste Frage. Wie bekomme ich meine Tochter dazu, etwas zu essen? Sie sagt immer, sie hätte keinen Hunger. Es kommt mir vor, als hätte sie einfach keinen Appetit. Sie isst verschiedene Speisen, aber nur sehr ausgewählt und immer nur sehr wenig. Meistens muss ich sie vor dem Fernseher füttern, dann isst sie wenigstens ein paar Bissen. Sie ist 3,5 Jahre alt und kann alleine essen, isst dann aber immer nur ganz wenig oder will gar nicht probieren. Okay, also es gibt Menschen, die eine Wahrnehmungsschwierigkeit haben, also sie Schwierigkeiten haben, sich selbst zu spüren, die spüren dann auch ihren Hunger nicht so gut. Ja, das kann schon sein. Sind oft Kinder, die permanent unterwegs sind, weil es einfach alles irgendwie so wichtig ist und sie dauernd mit irgendwas beschäftigt sind. Die vergessen einfach. Es gibt ja auch diese Erwachsenen, die den ganzen Tag unterwegs sind und nichts zum Essen brauchen und irgendwann kommen sie drauf, ups, gegessen habe ich auch noch nichts. Ja, also das gibt es auch in kindlicher Form. Diese ausgewählten Speisen, die kommen auch, gehen auch in diese Richtung, dass es eben ein Problem mit der Wahrnehmung ist. Sehr kleine Portionen. Es gibt Kinder, die sind Mahlzeitenesser, also 3 Mahlzeiten und 2-mal Jause. Und es gibt Kinder, die sind Snacker. Das heißt, die essen den ganzen Tag ein paar, also kleine Portionchen vor sich hin, was ein komplett normales Essverhalten ist. Es muss einfach immer diese Nahrung da sein. Wenn Sie sagen, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht dein Frühstück ordentlich isst, dann kriegst du das nächste Mal zum Mittag was. So ein Kind braucht nichts mehr. Ja? Also diese Kinder werden nur am Laufen gehalten durch diese kleinen Portionchen. Das vorm Fernseher füttern, dann isst sie wenigstens ein paar Bissen. Da muss man einfach mehr jetzt dazu wissen. Ja? Es gibt Kinder, für die ist es absolut in Ordnung, wenn man sie mit Ablenkung füttert. Ob das jetzt ein Buch ist, ob das ein Video ist, ist völlig egal. Diese Kinder gibt es. Das sind Kinder, die man fokussieren muss, damit sie sitzen bleiben können. Und da ist es in Ordnung. Und wenn das dann gut klappt, dann kann ich es auch wieder ausbauen. Manche Kinder, autistische Kinder vor allem, brauchen es immer. Ansonsten das müsste man sich einfach ein bisschen genauer anschauen. Ja? Also gerne einen Termin buchen für ein Gespräch. Ist unser Programm auch für Säuglinge, in dem Fall Frühchen der 26. plus 2. Schwangerschaftswoche, jetzt korrigiert 7 Monate alt, geeignet? Ist das Programm auch für Säuglinge geeignet, die bis jetzt nur aus der Flasche trinken können, diese jedoch komplett verweigern? Absolut. Also das ist auch, wir haben ja Kinder, also das jüngste Kind, das wir betreut haben, war 3 Monate alt. Und wir betreuen sehr viele Kinder unter dem ersten Lebensjahr, vor allem im NET-Coaching eben. Und es ist absolut okay, wenn das Kind sozusagen noch nicht in der Lage ist, etwas anderes aufzunehmen als die Formula-Nahrung oder Muttermilch, also wo die Kinder noch sich von
von Milch ernähren. Mit 7 Monaten natürlich kann man, korrigiert 7 Monate, naja, dann kann man natürlich auch schon an Beikost denken. Aber grundsätzlich ist das keine Voraussetzung, dass das Kind Beikost essen kann oder dafür reif ist, nur um es zu entwöhnen. Also wir können wunderbar auf Getränke sozusagen entwöhnen. Liebes NotTube-Team, uns interessiert die Aftercare-Möglichkeit im Rahmen des Programmes. Ablauf, notwendige Schritte für einen nahtlosen Übergang. Ja, das Aftercare-Programm ist ein Nachfolgeprogramm für Esslernschule, Learn to Eat, WetDoc, also Netcoaching, also eben für alle größeren Programme. Dauert 1 Monat, hat denselben Ablauf wie die anderen Online-Programme. Also man ist täglich mit den Eltern in schriftlichen Kontakt. Nahtloser Übergang ist relativ einfach. Einfach ins Ticketsystem reinschreiben, dass Sie es gerne machen würden. Und dann schicken Ihnen unsere Kolleginnen die Bankdaten. Und dann kann das Ticket gleich wieder freigeschalten werden. Die nächste Frage steht: Mein Kind hat chronischen Reflux und hat Angst, neues Essen auszuprobieren, da sie denkt, dass Säure hochkommt und wehtut. Wie kann ich ihr die Angst nehmen? Also ich glaube, die Angst können sie ja gar nicht nehmen, sondern man muss einfach schauen, ob diese Säure wirklich hochkommt und dann muss man ja vermutlich ein Medikament geben. Ja? Also auf jeden Fall gehört das medizinisch abgeklärt, wenn sie schon sagen kann, dass es so ist. Super. Ist das Programm auch für Babys mit einer operierten Ösophagusatresie geeignet? Ja, sogar sehr gut. Wir haben viele Kinder mit nach operierter Ösophagusatresie. Wir haben auch ein Paper dazu geschrieben. Also wenn Sie gern das lesen wollen, dann schicken Sie uns einfach ein E-Mail, dann senden wir Ihnen das zu. Also Ösophagusatresie ist eine der häufigsten chirurgischen Hauptdiagnosen bei uns. Und sobald eben das orale Essen erlaubt wird, kann man sehr gerne mit der Entwöhnung bei uns starten. Betreuen Sie jugendliche Erwachsene mit selektiver Essstörung AFID? Wenn ja, wie gehen Sie dabei vor? Also im Prinzip muss man zuerst einmal schauen, was Sie essen, was Sie derzeit essen. Dann ist die Frage, was Sie essen können möchten, eben was Ihr Ziel ist. Und dann kann man anfangen, daran zu arbeiten. Genau. Kann eine Online-Behandlung auch im Krankenhaus erfolgen, falls ein stationärer Aufenthalt medizinisch unumgänglich wäre? Wie sind die Prognosen? Wie schnell kann mit einer Verbesserung gerechnet werden? Ja, das kommt jetzt sehr auf die Grunderkrankung und den Grund an, warum ein stationärer Aufenthalt sozusagen unumgänglich ist. Ob das jetzt ein Stoffwechselproblem ist, wo das Kind überwacht werden muss, oder ob das Anorexie mit sehr niedrigem Gewicht ist, also das kommt sehr darauf an. Grundsätzlich, wenn die Ärzte vor Ort dem zustimmen, kann man das Ganze auch im Krankenhaus vor Ort machen mit unserer telemedizinischen Unterstützung. Genau, also das ist nicht ausgeschlossen, aber es kommt eben sehr darauf an, was der Grund wäre für einen stationären Aufenthalt. Kann die Online-Behandlung auch bei einem 11-jährigen Kind noch angewendet werden? Mein Sohn ist in meinen Augen ein Picky-Eater. Das wird online nicht funktionieren, weil das stehen sie zu Hause einfach so nicht durch. Ein 11-Jähriger, der lässt sich von seinen Eltern einfach in dem Sinn nicht so gern mehr was sagen. Und diesen Kindern tut es einfach unendlich gut, es auswärts zu machen, und auch die Eltern sind immer sehr, sehr froh, in die Esslernschule zu kommen, um einfach das ganze Thema zu verstehen und auch angeleitet zu werden und zu lernen, wie sie dann auch zu Hause neue Lebensmittel einsetzen können. Das Zweite dazu war, wir haben das Gefühl, wir haben bereits alles probiert. Messi-Essen, Buffet-Essen, Picknick-Essen, Babykühlschrank in der Kinderküche, mit echtem Essen kochen, das Kind beim Kochen helfen lassen, Puppen mit richtigen Lebensmitteln füttern.
bisher hat nichts geholfen. Er akzeptiert nur seine 5 Lebensmittel und das nur in minimalen Mengen unter Ablenkung gefüttert. Er ist 2,5 Jahre Pflegekind, Hungerdeprivation im Säuglingsalter seit der Aufnahme in der Inobhutnahmestellung Nahrungsverweigerung. Gut, also dieses Kind hat einfach ganz klar ein sensorisches Problem und ich kann Ihnen nur raten, es so weiter zu füttern, wie er bis jetzt gefüttert wurde. Offensichtlich braucht dieses Kind ganz extreme Strukturen und um etwas daran zu ändern, da muss man dann genau dran arbeiten, muss einfach schauen, was für einen Entwicklungsstand hat das Kind, was will ich erreichen, was brauche ich. Ja. Ja, was sind beim Netcoaching die Aufgaben der Eltern? Welche fachärztliche Begleitung wird vorausgesetzt? Die Aufgaben der Eltern habe ich eh schon kurz skizziert. Wir brauchen täglich einen Bericht des Tages. Wir brauchen auf Anfrage kleine Videos von bestimmten Situationen, die Füttersituationen, die wir dann bieten. Und wir brauchen täglich ein Einfuhrprotokoll mit Gewicht. Genau, also man muss sich da täglich, würde ich sagen, eine Viertelstunde Zeit nehmen, um das alles auszufüllen. Wie gesagt, das kann man machen, wann immer man möchte. Am Abend, wenn das Kind im Bett ist, bietet sich ganz gut an. Fachärztliche Begleitung wird in dem Sinn nicht vorausgesetzt, aber wir brauchen die Kontaktdaten eines Arztes vor Ort, der für das Kind grundsätzlich zuständig ist. Das kann jetzt der Kinderfacharzt sein oder bei Kindern, die in einer Spezialambulanz sehr engmaschig betreut werden, natürlich auch diese. Ist natürlich sehr sinnvoll, diese auch über die Entwöhnung zu informieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass das regelmäßige Arzttermine notwendig sind, außer bei speziellen Indikationen. Aber natürlich, wenn das Kind jetzt während der Entwöhnung krank wird, was ja immer sein kann, dann braucht man einen Arzt vor Ort, der sich das Kind anschaut. Genau, also der Facharzt hat jetzt keine speziellen Aufgaben in der Entwöhnung, aber steht eben zur Verfügung, wenn gesundheitliche Schwierigkeiten auftreten. Soll man mit dem Kind 6 Jahre die Essstörung aktiv besprechen bzw. ihn auf die Therapie hinweisen oder soll das Ganze eher versteckt und unbewusst ablaufen? Also im Großen und Ganzen denke ich, man sollte das einfach transparent gehalten sein. Nur man braucht nichts besprechen. Ja? Also ich brauche mit meinem 6-jährigen Kind keine Therapie besprechen, sondern es ist völlig ausreichend im zu sagen, das machen wir jetzt, damit du, weiß ich nicht, bei einem Freund schlafen kannst oder was auch immer, hängt einfach von der Essstörung ab, die eben da ist. Also so verstecken und hat für mich so ein bisschen den Charakter, man nimmt irgendwie das Kind nicht so ganz ernst. Ja? Also ich denke, man kann ganz normal einfach damit umgehen. Die andere Frage war, meine 17 Monate alte Tochter hat eine Gedeihstörung und ein Fütterproblem. Sie ist kein Frühchen und hat keine Sonde. Können Sie uns auch mit diesem Thema helfen? Ja, natürlich können wir. Melden Sie sich bitte einfach für ein kostenloses Gespräch an. Dann ein Kind mit einem schweren Herzfehler, mit dem hypoplastischen Linksherzsyndrom. Ist da die Behandlung online möglich? Wir haben schon so viele und lange Krankenhausaufenthalte gehabt. Ja, genau dafür ist das Netcoaching gut. Wenn Familien nämlich sagen, wir waren jetzt schon so lang stationär im Krankenhaus, wir möchten jetzt gerne mal zu Hause bleiben. Das Essen soll auch im häuslichen Umfeld erlernt werden. Also ja, absolut. Hypoplastisches Linksherzsyndrom haben wir auch schon sicher 40, 50 Kinder gehabt, die wir entwöhnen konnten, erfolgreich. Die Frage ist noch, werden beide Eltern geschult? Selbstverständlich. Also im Ticketsystem sind die Menschen drinnen, die mitmachen wollen bei der Entwöhnung. Das können ein Elternteil sein, das können beide Elternteile sein, das kann auch eine Oma sein oder wer auch immer sich mit dem Kind tagsüber beschäftigt. Und natürlich werden da beide Elternteile von uns einbezogen. Tochter 6 Jahre alt, Autismus ist circa seit 4 Jahren nur breiige Produkte. Logopädie, Ergotherapie vorhanden, bringt keinen Erfolg zurzeit. Einstellung steht bevor im Sommer. Ja, also es ist die Frage, die sich mir stellt, ist, ob sie die breiigen Sachen alleine isst mit dem Löffel oder ob sie gefüttert wird, wie diese Essenssituation ausschaut. Und ja, Also
am nächsten Schritt zu arbeiten, ist grundsätzlich überhaupt kein Thema. Wir haben sehr viele Kinder mit Autismus. Wir haben auch ausgebildete Kolleginnen natürlich, die mit den Kindern arbeiten. Bitte einfach einen Termin vereinbaren, dass wir einfach die Ziele besprechen können, weil die müssen auch abgeklärt werden. Also vom Brei zum ich esse feste Nahrung fallen noch ein paar Stufen in der Zwischenzeit, die wir klären müssten. Wie soll ich reagieren, wenn mein Kind mal wieder gar nichts essen will? Knapp Zweijährige isst manchmal eine kleine Portion, am nächsten Tag wieder gar nichts von sich aus. Wie soll ich die Essenssituationen gestalten? Dauer, Rituale, sinnvolle Regeln. Also sinnvolle Regeln gibt es keine dabei. Rituale ist die Frage. Rituale brauchen Menschen, die sehr viel Struktur brauchen. Es gibt Kinder, die brauchen Rituale, um sich orientieren zu können. Es gibt Eltern, die brauchen Rituale, um eine Struktur zu haben, aber das Kind braucht es wieder nicht. Dauer der Essenssituation. Also da müsste man ein bisschen mehr dazu zu wissen. Ich würde auf jeden Fall dem Kind den ganzen Tag ein Essen um und um stehen lassen, sodass es immer irgendwo was essen kann. Vielleicht ist es so ein Kind, was so durch den Tag jausen hat. Würde mich selbst zu Tisch setzen und essen und würde mir nichts anbieten, ja? Wenn das Kind ansonsten gesund ist. Ja, wir kommen schon ziemlich zum Ende unserer Fragestunde. Entschuldigung. hier noch eine Frage: Wie darf man sich die Online-Betreuung während der Entwöhnung von der Sonne vorstellen? Wie eng und häufig ist der Kontakt? Und gibt es per Video auch Essbegleitungen, um das Verhalten der Eltern bei den Mahlzeiten zu besprechen? Ja, wie gesagt, der Kontakt ist täglich, auch an den Wochenenden und Feiertagen. Also wir haben da nicht frei, sondern arbeiten auch an den Wochenenden und Feiertagen mit ihnen. Wie gesagt, Kontakt mindestens einmal täglich, bei Sorgen natürlich wesentlich öfter oder bei Fragen können Sie sich jederzeit melden. Die Essbegleitungen per Video, ja, also nicht im Live-Modus, sozusagen wir sind jetzt nicht live bei dem Essen dabei, aber wir bekommen eben die Videos dann geschickt, wenn wir zum Beispiel sagen, wir hätten jetzt gerne ein Video, wo Sie das Kind mit diesem oder diesem Löffel füttern oder aus diesem Gefäß trinken lassen, dann schauen wir uns das an und besprechen das dann auch. Und natürlich das Verhalten der Eltern bei den Mahlzeiten ist auch ein wichtiger Punkt, den wir dann klären. Wie gesagt, es ist ja in jedem Ticket auch eine Psychologin dabei, wo eben das dann speziell besprochen wird. Genau. Ab wann empfehlen Sie eine Behandlung bei Ihnen? Wir empfehlen eine Behandlung zu dem Zeitpunkt, wenn die Essenssituation für Sie in irgendeiner Form problematisch ist und Sie dabei Hilfe brauchen. Ja? Was ganz klar ist, es wächst sie einfach nicht aus. Und es wird nicht leichter, wenn es älter wird. Und ich brauche nicht darauf warten, dass das Kind in den Kindergarten geht. Dann wird es schon tun. Und ich brauche nicht darauf warten, dass es in die Schule geht, weil dann wird es. Und wenn es in die Mittelschule geht, dann wird es. Leider Gottes ist es nicht so. Und wir haben viele Eltern, die kommen mit Kindern, die 12, 13 Jahre alt sind und sagen, wenn wir das gewusst hätten, dann hätten wir das schon viel früher gemacht und hätten uns einfach viel erspart. Ja. Also immer besser früher als später. Wie gesagt, da stehen auch die kostenlosen. So, jetzt scheint dieses Internet ein bisschen. Die Sabine ist ein bisschen instabil mit ihrem Internet. Wie sie gesagt hat, ja, ein bisschen, also lieber früher und einmal zu früh gefragt als zu spät. Und die Essenssituation ist täglich ein Ärgernis und Stress für alle. Und man hat schon Angst, wenn man sie zum Tisch hinsetzt und es vergeht einem selber schon das Essen. Wie auch immer, ich bedanke mich nun für Ihr Zuhören, für Ihre zahlreichen Fragen. Wir haben uns sehr gefreut, die wieder beantworten zu dürfen. Alle offenen Fragen darf ich Sie einfach bitten, entweder Sie schicken uns ein E-Mail an help@notube.com oder Sie buchen ein kostenloses Gespräch, um Ihre Situation persönlich zu besprechen und zu schauen, ob und wie wir Ihnen helfen können. Ja. Genau. Dann einen schönen Abend von uns und melden Sie sich gerne.